Heute bin ich nicht ich selbst, denn ich bin ein Wurm. Ich meine, zieh das mal rein, das ist wortwörtlich ein Wurm. Hier geht es darum, der längste Wurm der Welt zu werden. Es ist so ähnlich wie Sliver.io, nur halt in Roblox. Und das, wenn wir spielen und versuchen, Platz 1 zu werden. Können wir es schaffen, Platz 1 zu werden? Ich habe das Spiel noch nie gespielt, vielleicht nicht, aber es sind Roblox-Gegner. Und das bedeutet, Roblox-Spieler sind meistens schlechter als ich. Das sind Leute, die wissen nicht, was sie tun. Ich bin, wenn es um Roblox geht, sogar ziemlich gut. Und das werde ich dir heute beweisen. Denn ich bin der beste Wurm der Welt. Und ich werde zum längsten werden. Das ist halt zweideutig. Abonnieren kostenlos, ansonsten wirst du immer nur ein kleiner Wurm bleiben. Und lass eine Runde für mehr Roblox. Also ich bin ganz ehrlich mit euch, ich habe das Spiel noch nie gespielt, aber ich bin ein Wurm. Und das ist, was zählt für mich, okay? Und ich kann diese Banane hier sammeln. Oh, ich werde... Wow! Also wenn ich so Obst sammle, werde ich stärker und schneller, okay? Nur die Frage ist, wie genau können wir Leute töten? Ich habe nämlich keine Ahnung. Ich gehe mal zu dem Typen. Kann ich den Tisch irgendwie töten? Noch nicht. Oh, was ist bei dir los? Könnte es sein, dass ich irgendwie... Nee, das auch nicht. Bei Sliver.io ist es ja so, dass man mit dem Kopf vor die anderen fahren muss. Oh, Mount Food. Ein Rebirth braucht man, um weiterzukommen. Okay. Ach, das ist so eine Art von Spiel. Jetzt verstehe ich. Auto Eater. Wisst ihr was? Ich würde sagen, wir werden uns ein paar Sachen holen, oder nicht? Einfach nur, um der stärkste Wurm der Welt zu werden, weil ich bin deutlich so klein in meinem Leben. Lass mal in den Shop gehen und gucken, was es dort gibt. Ich habe nämlich noch einige Robux, das steht fest. Und ich bin Platz 40. Alter, so viele Leute können in der Lobby spielen, das ist crazy. Jetzt 400 Robux. Bro. Lass uns erstmal doppelt so schnell machen. Das ist ein guter Kauf, denke ich. Jetzt sind wir doppelt so schnell. Okay, fürs Erste würde ich sagen, das ist okay. Weil zieh euch mal rein, wir sind doppelt so schnell. Das heißt, wir können doppelt so schnell die Sachen aufheben und sogar die Sachen wegessen. Also, das war ein sehr guter Kauf, würde ich stark behaupten. Vor allem, wir haben hier einen ziemlich gesunden Lifestyle. Ich meine, wir essen ziemlich viel Obst und hey, Obst ist mega lecker und mega gesund. Also, bei Obst kann man sich nicht beschweren. Auto-Eater. Okay, warte mal, kann ich da... Oh, okay. Wo bin ich? Ich habe keine Ahnung, aber eins weiß ich, und zwar, ich bin länger geworden. Ich will ja nicht lügen, aber es könnte sein, dass ich Albträume bekommen werde von dem, was ich hier gerade sehe. Nun, ich weiß nicht, ob wir andere Leute töten können. Das wäre aber richtig geil, könnten wir das? Ich meine, ich will ja nicht sagen, dass ich killgeil bin, aber ich bin killgeil. Okay, ich mach's mal für 10 Minuten. Oh mein Gott, da müssen wir jetzt aber durchspielen. Okay, seid ihr bereit? 400 Robux für 10 Minuten habe ich jetzt 10-mal so viel Essen. Let's go, let's go, let's go, let's go. Schnell, schnell, schnell. Wir müssen wirklich die 10 Minuten so hart nutzen, denn je besser wir die 10 Minuten nutzen, desto mehr sind die 400 Robux wert. Wenn ihr versteht, was ich meine, weil wir sie mehr nutzen. Alter, bist du ein Engel? Ich glaube, ja. Sagst aber nicht wirklich so aus. Und wir haben es geschafft. Und jetzt können wir rebirthen. Und jetzt sind wir natürlich deutlich kleiner. Keine Frage. Aber wir sollten zur nächsten Gegend kommen, oder? Warte mal, wo lang geht's? Genau, da lang. Dafür brauchen wir einen Rebirth. Und ich habe einen Rebirth. Also, wir können hier einfach rein. Okay, das ist perfekt natürlich. Aber kann ich hier auch... Hä? Oh, ich kann hoch... Okay. Natürlich wäre es befriedigend, da könnte ich mich alleine so hochbauen. Aber ist okay. Akzeptiere ich. Ich versuche erstmal das ganze Essen hier zu bekommen. Oh mein Gott, hier ist so viel Essen, ne? Das ist so crazy. Let's go. Okay, ich werde echt mega lang gerade. Was zum... Zieh mich mal rein. Wie lange ich geworden bin, aber die anderen sind auch so lang. Aber wie kann ich andere töten? Warte mal, vielleicht indem ich sie umkreise oder so? Oh Gott, ich brauche mehr Essen, aber ich finde irgendwie kein Essen. Da ist einiges an Essen. Bitte gib mir das. Bitte, ich habe es mir verdient, okay? Ich kann mich nochmal rebirthen, wenn ich will. Soll ich? Oh, warte mal, es gibt keine weiteren Gegenden danach mehr. Okay, das ist gerade sehr merkwürdig auf jeden Fall. Oh, ich komme nicht hoch, ich bin zu lang. Oh Gott, ich glaube, ich muss nach oben am besten, glaube ich. Oh Gott, okay, jetzt geht's hoch. Bitte. Ah. Ja, okay. Ich muss echt mehr essen. Hier ist eine Menge. Oh, let's go, let's go, let's go. Ich könnte mega rebirthen oder ein super rebirth machen, aber es dauert sehr lange, bis man super rebirthen kann. Oh, ich bin stuck. Ich bin stuck. Okay, ich würde rebirthen. Das sollte besser sein, denke ich, weil diese Gegend ist sowieso sehr komisch da hinten, würde ich stark behaupten. Also, feiere ich nicht allzu sehr. Da gibt es sogar PvP. Da will ich gerne mal hin zu PvP. Ich werde mich einfach mal so lang machen, wie es geht. Und dann gehe ich da mal hin. Nun, ich bin nicht wirklich der Stärkste hier, aber ich bin einer der längsten. Das ist, was zählt, richtig? Okay, die Frage ist, was passiert, wenn ich rebirthe? Ach, Food Multiplier bekomme ich dann. Oh. Das heißt, je öfter ich rebirthe, desto mehr multipliziert sich mein Essen. Okay, das ist gerade crazy. Und jetzt können wir nochmal rebirthen. Das lohnt sich halt mega, ne? Jetzt haben wir halt einen Food Multiplier mal 5. Das ist so krass. Und dann geht es immer schneller und wir werden immer länger. Nur die Frage ist, wie lange kann man hier bitte werden? Und gibt es hier auch andere Welten, wo ich hin kann? Also diese eine Gegend mit dem Berg verstehe ich nicht allzu sehr, weil wieso sollte man da hingehen, wenn man... Naja, was soll man da bitte tun? Ich meine, da ist ein Berg und da ist wahrscheinlich das Essen dort mehr wert. Aber dort bekommt man eh nicht so viel. Also werde ich weiterhin rebirthen. Wow! Hä? Wie wurde ich gerade... Was geschieht? Wieso wurde ich das so lang? Okay, machen wir weiter. Nochmal Rebirth. Let's go. Also meine Geschwindigkeit behalte ich auf jeden Fall. Das ist schon mal eine gute Sache. Hier. Oh mein Gott, wie schnell... Alter. Warte, kann ich überhaupt... Wie lange kann ich eigentlich werden? Werde ich überhaupt noch länger? Ich habe das Gefühl, ich werde gar nicht mehr länger, aber ich werde noch länger. Wisst ihr was? Ich würde gerne jemanden umkreisen, ehrlich gesagt. Und gucken, ob ich ihn so töten kann. Zum Beispiel den hier. Können wir den umkreisen? Vielleicht ist das der Weg. Vielleicht kann man so Leute töten, indem man sie einfach umkreist. Lass mal sehen bei dem. So, und? Komm schon, bist du tot? Oh mein Gott, du kommst einfach raus, okay? Okay, anscheinend eher weniger. Du bist umkreist. Nee, du kannst über mich gehen. Das stimmt. Also das bringt auf jeden Fall nichts. Machen wir weiter mit Rebirthen, würde ich sagen. Es gibt hier auch Skins. Oh mein Gott.
Farben. Okay, das ist episch gerade. Obwohl ich muss sagen, ich mag diesen Hautfarben-Skin. Ich weiß auch nicht wieso, aber irgendwie mag ich ihn. Und das Ding ist, je öfter ich rebuffe, desto schneller kann ich rebuffen, was eigentlich Sinn ergibt. Okay, wisst ihr was? Lass uns mal zu PvP reingehen und versuchen, gegen andere zu kämpfen, weil ich will sehen, wie man hier überhaupt gegen andere kämpft, denn ich habe keine Ahnung. Okay, auf geht's. Die anderen sind, also nicht alle sind kürzer als ich, aber viele. Okay, hier gibt's einiges an Essen. Heilige Kacke. Was zum Teufel? Und Juwelen gibt's hier auch. Okay, oh, warte. Hä? Oh mein Gott. Wie sterben die? Oh mein Gott. Hä? Können wir bitte jemand erklären, wie ich den getötet habe? Warte mal, kann ich einfach gegen ihn fahren und da... Hä? You touched Leopard. Hä? Also darf ich ihn nicht berühren oder wie sieht's aus? Ich bin mir gar nicht sicher, wie PvP hier funktioniert eigentlich. Ich meine, wie? Ich darf ihn nicht berühren oder was? Oder ja, wahrscheinlich darf ich seinen Körper nicht berühren. Ach so. Ah, es ist also doch wie bei Sliver.io. Man darf den Körper nicht berühren. Okay, das sollte kein Problem eigentlich sein. Ab geht's nochmal rebuffen. Warte mal. Warte mal. Ich habe die Chance, jetzt Platz 1 zu werden, weil der erste hat eine Länge von 78,26. Leute, ich habe wortwörtlich die Chance, jetzt Erster zu werden. Jetzt ohne Scheiß. Guck mal, ich bin jetzt schon Dritter. Warte, okay, hier, das ist kein PvP-Modus. Deswegen, hier kann ich niemanden töten. Hier kann man halt nur länger werden. Auf geht's nochmal in PvP, oder? Das ist eigentlich das Geilste, weil man da so viel Geld bekommt und so viele Sachen bekommt, ne? So, hier ist PvP. Wir gehen einfach da rein und dann wird hier gekämpft auf jeden Fall. Und, okay, das ist ziemlich episch. Und das Ding ist, doppelt so schnell laufen ist ja noch effektiver. Okay, oh nein, ich habe irgendwen getötet, glaube ich. Keine Ahnung wie, aber ich habe es getan. Und ich bin immer noch Platz 3. Okay, also, oh mein Gott, wir haben ihn getötet. Let's go, let's go, let's go, let's go. Also die... Oh, was? Hä? Wieso läuft die gegen mich? Also ich finde das halt auch deutlich einfacher hier. Lass mal versuchen, den zu umkreisen irgendwie. Aber wir müssen vorsichtig sein, weil es ist lag ein bisschen auf jeden Fall. Deswegen, da muss man sehr vorsichtig sein. So, ich würde den gerne umkreisen. What the... Alter, das war befriedigend. Das war so befriedigend. Ich bin Platz 2. Und ich bin mega lang auf jeden Fall gerade. Oh mein Gott, da ist der Nächste. Ich kann für den umkreisen. Yes! Yes! Alter, ich finde so befriedigend, wie sie dann das Essen fallen lassen. Ne? Das ist crazy. Ich bin noch nicht Platz 1. Ich habe euch gesagt, ich werde Platz 1 hier werden. Und dazu stehe ich gerade. Deswegen, nein. Ja, ja, ja. Wie kannst du sterben? Wie kannst du sterben? Ich verstehe nicht, wie man hier sterben kann. Bin ich ganz ehrlich. Ich meine, man kann einfach übereinspringen. Das geht auf jeden Fall. Man könnte... Oh mein Gott, wir haben ihn. Wir haben ihn. Zieh euch mal rein. Wieso fahren die alle gegen mich? Oh mein Gott. Was bin ich... Nein, ich bin noch nicht Platz 1. Noch ein bisschen mehr. Dann bin ich Platz 1. Let's go. Komm schon. Leute, kommt hierher. Ich brauche eure Seelen. Ich werde auch nicht rebuffen, weil, wie gesagt, ich will Platz 1 jetzt werden. Und ich bin sehr gut dabei. Lass mal den sehen. Können wir den töten? Komm schon. Komm schon, stirb. Stirb. Hä? Ah ja, nice. Wir haben sein Essen bekommen. Ich weiß gar nicht, wie ich hier verlieren soll. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich hier verlieren kann, ehrlich gesagt. Weil man muss ja gegen jemanden rennen. Und ich meine, zieht euch das mal rein, wie lang ich bin. Naja, außer ich schaue nicht auf die Straße, dann könnte ich schon theoretisch sterben. Aber solange ich nach vorne schaue und alle versuche einfach nur zu umkreisen, sollte es okay sein. Der müsste sterben, oder? Hä? Du müsstest tot sein. Wir sind in der PvP-Zone, hallo? Wie ist der gerade nicht gestorben? Das ist meine Frage. Ich verstehe das gerade nicht so ganz. Oh, nice. Der Nächste ist tot. Perfekt. Aber der Typ ist immer einen Schritt voraus, ne? Ist er hier auch in der PvP-Zone? Ich glaube nicht. Ich glaube, der Typ ist nicht hier tatsächlich. Okay, entweder er stirbt. Das wäre natürlich eine Option. Oder wir holen ihn ein. Eins von beiden. Oh Gott. Oh Mann, die wollen nicht sterben, ne? Die wollen einfach nicht sterben. Vor allem, ich bin so lang, die können... Naja, die können mich einfach gefangen... Oh nein. Oh nein. Meine Geschwindigkeit. Okay, so kann ich auf jeden Fall sterben. Kann ich mir meine Geschwindigkeit holen? Oh, Kacke. Oh nein. Jetzt wird's mir die... Oh, okay, nice. Das hole ich mir mal. Bitte, du musst sterben. Ich verstehe nicht, wie die nicht... Oh, ich bin immer noch ziemlich lang. Warte mal, wieso bin ich immer noch so lang? Lass mal Speed holen. Ach so, hier, Speed für 10 Minuten hält das nur an. Ach so. Auf geht's, holen wir Speed. Und gehen nochmal da in dieselbe Stelle rein. Ich kann immer noch Erster werden. Ich kann's noch machen. Ich bin zurück. Ich habe mich gefreut, euch mich zu sehen. Hä, wie hat sie mich immer getötet? Sie ist über mich gesprungen und dann... Das war echt komisch. Ah, es muss voll wehtun, am Kaktus hier lang zu schleifen, oder? Nice, der Nächste ist tot. Ja, aber es wird so schwer, ihn einzuholen. Ich weiß nicht, wie. Der Nächste ist ebenfalls tot. Ach, also er ist zu weit voraus, das ist das Problem. Wieso stirbst du nicht? Wer denn stirb ich? Aus irgendeinem unerklärlichen Grund. Das ist so merkwürdig. Sie müssen mal, vielleicht weil du länger bist als ich. Warte, bist du die Person, die länger ist als ich? Bist du Azerti? Oh, endlich ist sie tot. Ich hab... Oh, ich aber auch. Azerti will einfach nicht sterben, ne? Okay. Wisst ihr was? Es ist Zeit zum Rebuffen. Ja, es ist Zeit zum Rebuffen. Hundertprozentig. Wir können halt eine Menge Male rebuffen. Das geht auf jeden Fall. Okay, Leute. Ich hab's jetzt nicht geschafft, Platz 1 zu werden. Aber ich hoffe, ich bin Platz 1 in eurem Herzen. Oh. Vergesst nicht, einen Daumen nach oben dazu lassen, wenn du mehr Roblox sehen willst. Abonnieren kostenlos. Dann ist es kostenlos. Und hier kommt täglich Videos hoch. Und du willst sie nicht verpassen. Und ich sehe dich im nächsten Video wieder. Bye.